Hallo und herzlich willkommen bei Bass Tuning. Wir werden heute beim Golf 4 einen Innenraumfilter bzw. den Pollenfilter wechseln. Und dazu werden wir hier einmal die vier Schrauben öffnen, einmal T25. Dazu nehmen wir einmal hier die Dichtungslippe runter, nur so ein Stückchen, das reicht schon. Wir können die dann, Hauptsache sie ist halt aus dem Sichtfeld, und machen dann hier unsere Schrauben auf. Können wir dann diese Blende hier nach oben ziehen und hier rausnehmen. Hier einfach vorbei. Wir haben hier an einem Kotflügel haben wir noch so einen Schaumstoff, da einfach vorbei und dann rausnehmen. Sieht dann so aus. Und dann haben wir hier schon unseren Filter, den können wir schon sehen. Man sieht es jetzt echt schlecht, aber hier kann man schon sehen, dass der falsch eingebaut worden ist. Wenn wir jetzt hier unten reinschauen, ist da der Filter. Und ihr seht hinten rechts diesen Rahmen. Der ist nicht ganz unten, der ist hinten nicht eingehakt. Der wurde schon falsch eingebaut. Wir werden den jetzt ausbauen und dementsprechend natürlich wieder richtig reinsetzen. Dazu haben wir hier vorne, haben wir hier zwei Clips. Clip, den können wir hier mit dem Finger nach vorne ziehen. Und das machen wir jetzt auch dementsprechend hier bei diesem Clip. Das ist jetzt wirklich nicht leicht zu zeigen, weil es halt alles so eng ist. Und dann können wir den Filter bzw. das Gehäuse außen um den Filter schon hoch bewegen. Bei euch wird das Ganze ein bisschen fester sein. Es kann gut sein, dass wenn der Filter länger drin ist, dass er halt auch ein bisschen fester sitzt. Das kommt gut und gerne mal vor. Und dann können wir den Filter hier nach vorne rausziehen. Ist alles ein bisschen enger. Dann haben wir jetzt hier unseren Pollenfilter, unseren Innenraumfilter. Und das ist dieser Rahmen, den ich gesagt habe, der nicht richtig drin war. Wir haben hier hinten, haben wir nämlich drei, die wir reinschieben müssen. Also so nach unten und dann so rein. Und das sind die Clips hier vorne, die wir öffnen können. Genau, da sitzt der Innenraumfilter, sitzt dann praktisch so drin. Aber mal sind wir mal ganz ehrlich, der Filter, der ist durch. Der Filter ist einfach durch, der ist schwarz, der ganze Dreck sitzt da drin. Am besten einfach erneuern. Wie gesagt, in dem Video werde ich jetzt keinen neuen nehmen. Ist ein Schlachter, einfach nur, wie es geht. Also mir ist jetzt gerade der Filter aufgegangen. Das sieht aus wie eine Ziehharmonika. Deswegen bringt es auch nichts, dass ich den Filter wieder reinmache. Ich werde da auf jeden Fall einen neuen reinsetzen. Und wenn ihr den dann neu macht, setzt ihr den hinten natürlich wieder in die drei Clips rein. Darauf müsst ihr achten. Und dann könnt ihr ihn hier einfach runterdrücken in die Halterung. Und dann sitzt dieser Rahmen wieder fest drin. Versteht ihr? Also normalerweise wäre jetzt hier der Filter. Und ich habe den Filter jetzt rausgenommen, weil der bei mir echt schrecklich aussieht. Beziehungsweise, dass er halt einfach kaputt gegangen ist, auch über die Dauer. Und danach macht ihr natürlich hier wieder diese Abdeckung drauf, wenn ihr den Filter dann eingesetzt habt. Die Abdeckung drüber. Und schraubt wieder alle vier Schrauben rein. Genau, das war's. Und mehr ist es auch nicht mit dem Innenraumfilter. Genau, wie gesagt, halt wieder diese vier Schrauben da reinschrauben. Und genau, weitere Videos in der Videobeschreibung. Und ja, holt euch gleich einen neuen Filter. Sauber machen. Im Innenraum. Der Filter kostet vielleicht ein paar Euro. Deswegen, jo, haut rein. Lasst euch gut gehen. Ciao.